Weiger wie 7. Das Weiger wie 2 haben wir automatisch gewonnen. Ist er bestimmt nicht. Nee, ist nicht mal, niemals nie Weiger wie 2. Geht zu schlecht, wenn wir. Was haben die für Threats? Die haben Kassante und das Q, Kassante W, Nocturne Ult, Kassante Ult, nicht auf den Cutter-Decker laufen, ne? Lux Q, Pai Cook, Pai G. Muss das sagen, ja, danke. Das war irgendwann nicht gut von mir, obwohl. Er levelt ab, das ist geisteskrank. Wie diven wir das, Jungs? Erzählt mal. Bin wirklich gespannt, wie das diven wollen, Jungs. Das kann sie nicht missen, Bro. Wie gewinnt es immerhin? Okay, ich gehe, Dings da. Ich gehe Collector into AI. Weil 4 Leute sind ziemlich squishy von denen. Nur der Kassante nicht. War eigentlich klar, dass genau das passiert. Bitte Q. Der Nock ist hier, so wie die Lux spielt. 100%. Er ist für Baitons. Ich kann nicht hitten wegen Nocturne Ult, ist das cringe. Sie verliert da 3/4 Leben, ne? Dass die Morgue sich da hocken lässt, ist crazy bad von ihr. Dash raus. Okay, das große Problem hier ist, normalerweise würde ich jetzt top gehen, aber da wir top tauschen und verloren haben, möchte ich nicht top gehen. Das heißt, an sich möchte ich Mitte spielen. Ich möchte an sich Mitte spielen und jemand anders soll Bot gehen, weil wir können Mitte pressuren, mehr als der Weiger, weil wir viel stärker sind. Und jetzt der Weiger muss das nur verstehen. Na, der Weiger ist leider nicht so gut. 2 Sekunden später abwurkt, treten wir ihn und töten alle 3. Ey, der Weiger ist schon 0-6, ne? Imagine. Ist ja dumm. Haben wir auch schon, ne? Hat verstanden heute fast Recon, ja, oder? Bruderherz! Was machst du hier? Ist der dumm. Das war so ein dummer Tod gewesen von ihm, hätte ich ihn richtig gesehen. My bad. Ich darf da nicht reinlaufen. Ach man, wie kann ich so meinen Shutdown abgeben? Wie Birken ist, by the way, Nocta, hat den Schaden gerade gesehen? Wie OP ist der Champion? Er completely one-tappt mich? Mit einem Item? Ist das dumm. Die Frage ist, gehe ich LDA drittes oder gehe ich Schilper? Das Game. Schilper, no? Ich kann nicht existieren, sonst gehen ja noch. Kannst du dir Defense-Items leisten, wenn du so hart killen musst? I mean, ich bin 7-1. Wenn sich jemand Defense-Items leisten kann, dann nicht. Das Ding ist, ich kann nicht carryen, wenn ich nicht lebe. Ich muss Schild beginnen. Das Ding ist, der Nocturne One-Tap mich halt komplett. Ich kann keinen Fight spielen, wenn ich LDA gehe. Legit nicht. Ist legit unplayable. Wir haben keinen Weigerkasten mehr, jetzt können die reinmoven. Wir haben den Drake, das ist schon mal gut. Das Problem ist, ich habe beide Sams in dem Fight verloren. Wichtig, dass wir den Drake bekommen haben, aber jetzt können wir eigentlich nicht fighten. Wenn ich keine Sams habe, dann kann ich nicht spielen.
Ja, ist unplayable leider. Wie gesagt, ich sollte dann. Was mache ich hier? Warum laufe ich da rein? Ich bin dumm. Bin dumm, ich habe jetzt Game verloren. My bad, ich darf da nicht reinlaufen. Ich kann Leona E-Ult nicht an der. Leona, Lux E-Ult nicht an der Seite dodgen. Okay, wenn die keinen Ash King, ist alles gut. Sie kriegen keinen Ash, ist okay. War ein dummer Tod, aber ist fein. Oh. Noch Sperren auf, stark. Ich spiele direkt hier auf. Ist wieder unplayable leider. Ich sag ja, ohne Sams kann ich nicht spielen. Das ist so krass. Ich habe keinen Counterplay zum Knockdown. Es ist dumm, wie viel Schaden der macht. Ich muss viel passiver spielen, my bad. Ich werfe dieses Game Sword weg. Ich muss hier kaufen. Ich kann literally keine LDA kaufen, ne? Glaube ich. Muss legit noch ein defensives Item kaufen. Also theoretisch müsste mich der Weiger halt peelen mit Morg zusammen. Theoretisch haben wir genug Peel. Die Frage ist, wenn ich jetzt GA kaufe, haben wir genug Schaden, um das Spiel zu spielen. Junge, hat der wenig Cooldown. Was hat mich hier getroffen gerade? Was zum Pick hat mich gerade getroffen? Was hat mich gerade getroffen? Das Kassante Weser mich getroffen haben? Wollt ihr mich verarschen? Was? Was hat das für eine Hitbox, Wyatt? Das soll mich gestunt haben, by the way. What? Wir müssen halt irgendwie durchhalten, bis der Knock für den Maybe gleich nochmal auf Weigold hin. Das wäre super. Baite doch rein, du dummer Sch. Baite doch, Bro. Lauf da doch rein. Wenn Knock dich ultet, ist das so ein guter Fight. Oh, ist der dumm. Kann ich die Wave überhaupt nehmen? Die sollten alle Base sein, Red. Schnell sollte Knock hier nicht sein können. Bitte bleib auf meinem Arsch. Danke. Der ist nämlich nicht so smart. Nice, die haben gerade so viel Nash-Zeit verloren. Okay, an sich ist die Devise, wir fighten nur, wenn ich White Gun habe. Weil dann kann ich den Knock einfach one-tappen. Oh, er hat getroffen, Macher. Nice. Ich glaube, ich muss LDA gehen, by the way. Dann bleibt nichts anderes übrig. Aber bitte, wie kannst du so dumm sein? Like, in welcher Welt? In welcher Welt als Leona denkst du dir, wir sind 2 gegen 4 Nocturne? Okay, Nocturne hat noch nicht geultet, als sie eingegangen ist. Aber in welcher Welt denkst du dir, 2 gegen 4, du gehst rein? Wenn die Gegner Nocturne haben, der jeden Fight auf den Aphelios raufultet. Wie kannst du denn so schlecht sein? Like, es ist doch so obvious, was passiert. Beide werden wir den Fight somehow gewonnen, ne? Ich habe keine Ahnung, wie. Aber wir verdienen jetzt noch. Wir sind viel zu lieb gegangen und sterben als Kassante, weil Kassante haben bei uns das. Echt sind wir alt tot. Das ist halt nur Cutter, nur? Das! Bruder, aber ich schwöre, diese Hitbox ist doch crazy! Was? Ich komme auf Kassan nicht klar. Bin ich literally nach oben gedodged? Ja, das muss perfekt der Rand leider. Wenn das Flash dann tötet, oder? My bad. Ich denke, das Nocturne fällt halt ab, ne? Und der Typ versteht nicht, wie mein Champ funktioniert. Das ist so geil. Er versteht einfach gar nicht, wie mein Champion funktioniert. Er versteht nicht, dass er nicht auf mich raufholt, wenn ich White Gun habe. Er kann immer auf mich raufholen, außer ich habe White Gun. Er versteht es einfach nicht. Das ist das dritte Mal, dass er denselben Fehler macht. So ein geiler Typ, Digga. GG. Wie ist die Lux gestorben zu Weiger? Aber die können nicht enden? Der Weiger ist halt actually strong mittlerweile, ne? Level 17 hat Rubber. Ich meine, er kann trotzdem als Weiger OTP nicht mit Q lasteten, aber ist ja auch nicht so wichtig. Okay, winnable game. Game over, ich bin so schlecht. Ach man. Das ist auch so ein dummer Fight, den wir nehmen. Ach, ich spiele das schlecht. Kann die Morg das irgendwie carryen? Bitte, Deathbase. Du darfst nicht sterben. Wenn du stirbst, ist Game vorbei. Ist over. Oder ist nicht over? Der kann nicht erwähnen, oder? Ihr müsst den fokussen, bitte. Was? Nur weil das Kassante so viel Schaden hat.
Die kann ich enden. Ja, ich wollte heute eigentlich 5 Games machen auf meinem Main, ne? Junge, Junge. Wenn die Games so aussehen wie dieses Game, dann weiß ich nicht, ob das möglich ist. Digga, wie Birken ist Kassante, by the way? Wie lange hält er durch? Jetzt können sie mir den Körner lassen, sage ich. Ich sage, das Spiel durch den Backdoor, Digga. Wenn Nog lebt wieder, ich habe gute Waffenkombo. 1-10 ist der nächste Drag, der komplett irrelevant ist. Ich hasse euch. Keine Ahnung, was da machen soll, to be honest. Ich kann nicht auf den Weiger vertrauen, dass er Base geht. Richtiges Weiger-Q. Jungs! Okay, ist fein, ist fein. Bobby tötet die Lux. Ja, was ist dieses Game, Mann? Ich glaube, hier hat der Weiger. 1100. Deswegen ist an sich haben wir die halt hart outscaled, right? Hätten wir nicht unseren Scheiß keinen Nexus-Turm mehr, aber das Game hat schon lange gewonnen. Ich bin ganz kurz vor Full-Full-Build. Das Problem ist, ich habe kein GM mehr. Für den nächsten Fight. Wahrscheinlich wäre es besser, einfach Dings da zu verkaufen. So, um den Green Gun zuerst loswerden. Wahrscheinlich ist es besser, Jade zu verkaufen, als Zephyr zu kaufen. Keine Ahnung, Jungs, was los ist. Warum ist der Weiger da? What? Warum ist er da? Aber geht doch! Hier hinten. Ist over, oder? Hat sie genug Schaden? Hat sie nicht, oder? Hat sie nicht. Wie könnt ihr das nicht blocken? Wie unbalanced ist Kassante, by the way? Wie unfassbar unbalanced ist Kassante? Wie unfassbar unbalanced ist der Champion? Nee. Ob ich euch hasse? Oh Gott, das ist okay. Lux darf der nicht klauen. Holy fuck, Digga. Was ein Game. Alter. Boah, gut, dass die Morg so gut war, Alter. Ich schwöre, Nocturne ist crazy OP. Was der hier mit mir macht, ist unanständig. Guckt euch diesen Schaden an. Was? Wie geh ich hier low? Luxold, ne? Das Hobby-Movement einfach. Der Fight ist halt so free, wenn ich nicht Luxold werde, ne? Das hier ist einfach nur dumm. Wenn der Weiger hier tot ist, hier reinzulaufen, den Choke, wenn Nocturne kommt und Poppy Bot ist, ist einfach nur ultra dumm. Und ich keine Ult, kein Flash, kein Barrier hab. Ich kann nicht existieren gegen Nocturne, kann ich schon nicht existieren und ich kann in diesem Choke auch nichts dodgen. So. Terrible tot. Dann walk ich hier wieder ab, for no reason. Weil ich Weiger nicht respektiere. Wieder tot. Ich schwöre, dieses Kassante W ist crazy, dass mich das trifft. Dass das mich stunt, ist respektlos. Dass das mich stunt und wie lange diese Scheiß-Spell stunt, ist crazy. Der Fight ist Giga-Winning, wenn mich das nicht trifft. Und das hier, dass die Leona hier reingeht, ist so int. Aber wir dürfen da genau nicht stehen. Victor kann auf Base kommen, Victor kann auf Base kommen. Victor kann auf Base kommen. 2 Sekunden lebt er. Könnt ihr dran? Oh mein Gott. Ja, ich glaube, es ist Liebe.